Bedingte Formatierungen sind eine sehr praktische Funktion von Microsoft Excel. Das Beste daran ist, dass wir Formeln verwenden können, um bedingte Formatierungen noch flexibler einzusetzen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man das macht, und wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Das Verwenden von Funktionen mit bedingter Formatierung gibt uns nicht nur mehr Möglichkeiten, sondern erhöht auch unsere Flexibilität. Wir müssen nur eine logische Formel erstellen, die wir in der bedingten Formatierung anwenden können. Dazu habe ich ein Beispiel vorbereitet. Wir sehen eine Bestandsliste, in dem ich mehrere Artikel und auch die Menge im Bestand angegeben habe. Nun möchte ich ermitteln bzw. mit einer bedingten Formatierung jene Artikel hervorheben, die sozusagen einen geringen Bestand aufweisen, beispielsweise geringer als 50 Stück. Dazu gehen wir im Schritt 1 wie folgt vor. Ich wähle zunächst jene Spalte aus, die ich farblich hervorheben möchte. In meinem Fall die Artikel, das ist die Spalte D. Als nächstes werde ich nun im Menü Start in der Rubrik Formatvorlagen bedingte Formatierung und wähle hier im unteren Bereich eine neue Regel aus. Anschließend erhalte ich nun ein neues Fenster. In diesem Fenster habe ich mehrere Möglichkeiten, eine bedingte Formatierung anzuwenden. Beispielsweise nur Zellen formatieren, die einen bestimmten Bereich enthalten, oder auch, wie in unserem Fall, eine Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Ich wähle diese Funktion aus und muss nun eine logische Formel angeben, welche entweder wahr oder falsch ist. Dazu überlege ich mir, die Spalte G beinhaltet ja die Menge im Bestand. Deshalb gebe ich nun an Spalte G. Zuvor muss ich noch ein Ist-Gleich machen. Die Spalte G möchte ich dann farblich rot darstellen, wenn der Bestand kleiner als 50 ist. 50 Stück. Diese logische Formel wird nun für alle Artikel angewendet. Als nächstes gebe ich noch die entsprechende Formatierung bzw. farbliche Darstellung an und wähle Formatieren und kann nun in meinem Fall die Farbe Rot auswählen und bekomme nun jene Artikel rot hervorgehoben, welche diese Bedingung erfüllt ist. Ich bestätige mit OK. Und wie man sieht, bekomme ich nun jene Artikel rot dargestellt, für diese eine geringere Menge als 50 Stück vorhanden ist. Wie ihr seht, könnt ihr so einfach mit Formeln eine bedingte Formatierung für eure Auswertungen anwenden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.